Hallo liebe Fans von NordV Hunters aus Verschuss, Sie sind hier am Stand von Russia auf der IWA 2024. Neben mir steht einer der beiden Chefs von Russia, der Max Feldhaus. Und ihr spezialisiert euch auf Textilien für den Jäger insbesondere, aber auch der ein oder andere Sportschütze kann mit Sicherheit auch was gebrauchen, was ihr habt. Sicherlich, genau. Ja. Und der Hauptfokus liegt auf Loden, auf Wolle. Das ist unser Hauptmaterial, einfach als Naturfaser mit seinen natürlichen Vorteilen. Perfekt für die Jagd, von wasserabweisend bis lautlos. Das sind, sag ich mal, so die Hauptkriterien, die da wirklich ins Gewicht fallen. Ja, genau. Wenn ich hier sehe, Loden, da stelle ich mir immer entweder braun, grau oder olivgrün vor. Ja. Das hier. Das ist ein neuer Take, sage ich mal, auf die ganze Lodengeschichte. Einfach mit den Vorteilen des Lodens kombiniert mit den modernen Eigenschaften von Camouflage in dem Fall eben. Wir haben hier eine reine Schurwolle, bedruckt mit einem dreifarbigen Camo, dadurch eben vierfarbig. Komplett lautlos das Teil, ist wattiert mit einer Tinsulate-Wattierung, 150 Gramm, also ist ausgelegt als Winteransitz- und Pirschjacke. Mhm. Also sie ist wirklich wunderbar warm, aber nicht zu warm, dass man beim Pirschen gleich komplett vor Schwitzen eingeht. Genau, wir haben eine Kapuze dran, die ist komplett abnehmbar und verstellbar. Wir haben außen alles an Taschen, was man quasi braucht. Wir haben Schubtaschen, wir haben Pattentaschen, alles mit verdeckten Knöpfen und Reißverschlüssen, einfach um jegliches Klappern und Geräusche mit Gewehrschaft oder Fernglas oder Wärmebildgerät auch zu vermeiden. Wärmebildgerät ist ein gutes Stichwort. Wir haben die Napoleon-Tasche, da ist der Taschenbeutel so tief, dass auch wirklich ein Handgerät reinpasst, dass man es wirklich ergonomisch verstauen kann. Wir haben Strickbündchen, als Pulswärmer, sehr angenehm zu tragen. Genau, wir haben hier verdeckte Druckknopfleiste mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss. Genau, ist wirklich sehr hochwertig verarbeitet. In der Mitte orangene Details mit einem Steppfutter, Teilienzug. Also wirklich ein wunderbares Teil. Ganz neu, kommt jetzt zu Herbst-Winter, Liefertermin August, September. Wird das verfügbar sein. Kostenpunkt? Kostenpunkt wird UVP bei 699 Euro liegen. Genau. Und da hast du noch was anderes genau. auf dem Arm hängen? Unser anderes Highlight jetzt ab der Herbst-Wintersaison ist unsere Ganzjahreshose. Ein strapazierfähiger 70 Wolle, 30% Polyamid Loden. Eher leichtere Qualität, aber gefüttert mit einem schnell trocknenden und feuchtigkeitsabsorbierenden Meshfutter. Dadurch wirklich für die aktive Jagd geeignet und eben abgerundet mit Belüftungsreißverschlüssen parallel zu den Cargotaschen. Auch hier wieder verdeckte Knöpfe, Druckknöpfe, Messertasche rechts. Die geht von April, Mai, im Hochsommer nicht, sage ich mal, aber dann wieder, wenn es dann im September schon wieder kühler wird oder auch zur Drückjagdsaison mit einer dicken, langen Unterhose wunderbar zu tragen. Also für den Übergang und für die Winterzeit kombiniert mit entsprechender Unterwäsche dann im Winter, auch was für die kälteren Tage. Genau. Und was mir gefällt, ist diese klassische Lodengeschichte kombiniert mit diesen Materialien, die heute State of the Art im Innenbereich, Mechfutter und eben in der Jacke das Tinsulate-Futter. Das soll genau. Ja. Nee, das ist die große Herausforderung, eben da die Lodenbekleidung in die aktuelle Zeit zu heben. Genau. Okay. Ja. Habt ihr sonst noch was Neues? Wir haben jetzt in der aktuellen Saison hier die Hannes Weste neu gemacht in Oliv und Braun und bringen dazu jetzt quasi im Moment die Jacke Hannes auch wieder mit vier Reißverschluss-Außentaschen, zwei Napoleon-Taschen, zwei Schubtaschen. 100% Wolle, sehr feines Velour-Finish auf dem Loden, dadurch super trageangenehm. Ist, sag ich mal, so ein Ganzjahresteil, kann man immer im Auto haben. Geht als Midlayer, geht jetzt auch dann zur Bockjagd wieder als Jackenersatz. Genau. Kriege ich ja auch eine andere Farbe, weil die Weste hast du ja in haben wir Grün beides, dann. Jacke und Weste immer in Oliv und in Braun. Und auch für Damen gibt es die Weste auch. Genau, heißt dann Honey. Honey, genau. Hans. Hannes und Hannes und Honey, genau. Ja, ja okay, alles klar. Super. Vielen Dank. Und die kostet? Die liegt bei 299 Euro im UVP, genauso wie die ganze Jahreshose auch bei 299 Euro liegt. Alles klar, vielen Dank, Max. Danke. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, ihr mehr zu Russia wissen wollt, guckt bei uns auf die Homepage oder auf die Homepage von Russia und schaut mal wieder bei uns vorbei auf allforhunters.com. Lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal.